Wir beschäftigen uns heute mit dem Tod. Und wenn man sich mit dem Tod beschäftigt, ist es auch wichtig, sich mit dem Leben zu beschäftigen. Und wie ist das Leben entstanden? Und hier ist die einzige Frage, die ich habe. Und die kann am Ende nur ein ethischer Philosophengott beantworten, ist, wenn es einen Big Bang gab und das Universum einfach bapp so entstanden ist, sich ausdehnt, die Stars, Planeten, von bis, Universen, von, ne? Das muss ja irgendwo herkommen. Da dreht sich mein Kopf drum, wie zum Teufel. Es macht ja nicht einfach Puff und dann ist alles da. Und was ist außenrum? Und wo ist das Ende? Und überhaupt, versteht ihr das nicht? Das macht mich wahnsinnig. Und ich versuche mir auch die ganze Zeit vorzustellen, wie groß unendlich ist. Und es klappt nicht. Und es treibt mich regelrecht in den Wahnsinn. Und ich wette, es gibt andere Menschen, die sind deswegen wahnsinnig geworden. Und deswegen glaube ich auch, und das meine ich jetzt ernst, wenn es Gott gibt, und ich sage bewusst wenn, ich habe keinen Gegenbeweis, aber ihr habt auch keinen Beweis, dass es ihn gibt, muss eine Mutter gehabt haben. Alles muss eine Mutter gehabt haben. Oder was? Oder ist Chuck Norris die Mutter von Gott? Weil Chuck Norris hat auch das Krankenhaus gebaut, in dem er geboren wurde. Vielleicht war er es. Anyway, wenn jemand weiß, wo das alles herkommt und was, das ist für mich so krass, was außerhalb des Universums, also es muss ja, das Universum ist ja quasi unendlich und dehnt sich aus, aber wohin? Wenn sich was ausdehnt, dann muss doch da muss doch Platz sein. Ich lasse es. Auch Chuck Norris braucht eine Mutter. Ich glaube, Chuck Norris ist seine eigene Mutter. Gott hat keinen Anfang. Viele Fragen, wenig Antworten. Glaubst du an außerirdisches Leben? Selbstverständlich. Wie vermessen ist es denn, zu sagen, dass wir in diesem ganzen riesigen Universum, was ja unendlich groß ist, voller Galaxien und Multiversen, dass wir die Einzigen sind? Da hätte ich Angst. Stellt euch mal vor, die kleine Erde, da pieksen jetzt 8,5 Millionen Menschen rum, Milliarden, und dann das Sonnensystem, dann die Galaxie, andere Galaxien, Milliarden davon, und wir sind echt die Einzigen und ganz alleine. Das würde mir viel mehr Angst machen, als wenn hier irgendwo auf Minerva 2 so ein paar Xenomorphen durch die Prärie eiern. Oder was? Die kommen ja eh nicht hierher. Viel zu weit. Wenn irgendwas in unserer Nähe wäre, wüssten wir das schon. Fragt mal den Alexander Gerst, unseren Astronauten. Fragt ihn doch mal, was er da draußen gesehen hat. Fragt ihn mal. Ich wette, der sagt nicht die Wahrheit. Allein sind wir sicher nicht. Alien sind wir sicher nicht, habe ich ja erst gelesen. Ich sag's euch am Ende 42. Ich lese jetzt noch ein bisschen Chat, das ist doch lustig. Und ohne Scheiß, Leute, die an Gott glauben, das hat alles seine Berechtigung. Ich mache mich nicht lustig über euch. Ich glaube nur an einen anderen Gott und das ist nun mal das fliegende Spaghetti-Monster. Ihr werdet noch vom fliegenden Spaghetti-Monster hören. Ich werde nächstes Jahr 42. Ist euch das klar? Das ist die Antwort auf alles. Scheiße nochmal. Wie geil. Ha! Get the hell out of here. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr am 7. Februar kommt die Erkenntnis. Boah, kann ich das nicht erwarten. Ich flippe aus. Wie geil ist das denn? Alter, wie lange ist es noch bis dahin? Das ist nur noch anderthalb Monde. Das ist doch nur noch ein paar Monate. Geil, ey. Alter, an meinem Geburtstag geht mir dann ein richtig krasses Licht auf. Wenn ich 42 werde, dann weiß ich alles. Wie geil. Super cool. Midlife Crisis, dann bestelle ich mir erstmal einen Porsche. Dann hat man keine Midlife Crisis. Das ist gerade mein Moment der Erleuchtung. Ich werde nächstes Jahr am 7. Februar alles wissen. Wie geil, ey. Fett.